Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 19 auf unserem Hof auf der Hinterkaifeck. Wir haben das Heu erfolgreich heimgebracht, wir haben die ganzen Bündel drum im Heustock, ist alles schön aufgerichtet. Wir haben auch schon einen Mist auf die Wiese gefahren, dass es gleich nochmal sauber anwachsen kann. Jetzt machen wir dabei die Tore zu. Wir werden zwischendrin einmal mit dem Wiesenstriegel noch drüber fahren. Man sieht eh, es sind ein paar verfutzte Steine da. Und ein paar so Restel, das werden wir dann mit dem Striegel noch sauber einreiben. Aber da lassen wir zuerst den Mist einmal ein bisschen wirken. So. Das Draht wächst sich recht schön an. Ich tippe, da mal Ende Sommer wahrscheinlich zum Dreschen kommen werden. Der Mais ist auch schon schön halb gewachsen. Ich tippe, dass er die nächsten Tage wahrscheinlich auch Pfannen schiebt. Dass er, was heißt, dass er zuerst zumacht und dann dass er Pfannen schiebt. Weil falls nicht mehr, wenn man so schaut, machen die Reihen zu und dann werden die ersten Pfannen kommen. Schauen wir nur schnell bei den Kühen, wie es mit dem Wasser ausschaut. Na, wo sind wir denn? Ha? Kuli. Lauter brave Kulien haben wir. Okay. Brav sind's. Gut. Und jetzt haben wir eine kleine Neuigkeit. Wir haben das bis jetzt selber nicht gewusst. Und zwar ist nun mal ein Schreiben gekommen vom Notar mit der ganzen Erbschaftsgeschichte eben. Und da ist nun mal ein Nachtrag. Und zwar ist es so, wir waren bis jetzt eigentlich der Meinung, dass unser Grundstück da losgeht, wo ja auch das Tafel ist. Sprich da nur das Fischwasser und dass das dann war. Und eben noch hinten, das wisst ihr ja eh. Und jetzt ist es aber da so, in dem Schreiben steht dabei, dass uns bis da vierer gehört. Sprich da die Baum und das, und auch wo da das Trafohäusl draufsteht, da muss auch etwas Eidrung sein im Grundbüchle von der E.ON her, dass die da die Dienstbarkeit Eidrung haben, dass sie da das Trafohäusl herstellen haben dürfen. Also das gehört alles zu uns, auch da das Wegel da. Und da praktisch gleich im Anschluss von unserer Wiese, da das Fleckerl mit der Halle. Ich war eigentlich bis dato der Meinung, dass das ein anderer gehört. Aber tatsächlich ist es so, laut dem Nachtrag, den wir jetzt gekriegt haben, dass das uns gehört. Und ich bin tatsächlich jetzt das erste Mal am Rundum schau. Jetzt habe ich gerade entdeckt, da ist auch der Godan noch auf, den machen wir auch zu. Genau. So. Da ist auch das Kreuz. Das muss anscheinend alles der Onkel so weit aufgebaut haben. Das ist noch ein alter verrosteter Unterstand. Mal gut, der bringt uns nichts mehr. Die Halle selber, wenn ich so anschaue, die war jetzt nicht so schlecht beieinander. Da kann man auf alle Fälle Strohbündel oder so lagern, wenn es war. Oder auch die eine oder andere Maschine.
Und ich habe jetzt einen Schlüssel dabei. Und jetzt da die Song. Machen wir mal das erste da auf. Naja, es ist nicht mehr das bessere Holz, aber es müsste eigentlich so weit wurmstichig ist. Nee, das ist halt einfach grab wie. Ja, was ist denn das? Ja, bist du närrisch? Da steht er Anbaumähdrescher herin. Ja, ich glaube, ich spinne. Hat der Onkel dort nur so einen Anbaumähdrescher gekauft gehabt? Das ist ja irre. Der ist ein Pfennig gut beieinander. Kein Rost und nix dran. Den meine ich, hat er von Grund auf nur mal restauriert oder was? Schau dir das an. Kein Fleckerl, Rost, nix. Komplett mit Beleuchtung ausgestattet. Da ist alles dran. So, schau her. Sogar Rundumlicht. Jetzt bin ich echt baff. Jetzt hat mich natürlich interessieren, ob der auch funktioniert. Da holen wir uns jetzt einen Bullock. Machen wir da wieder zu dabei. Und da machen wir auf. Da holen wir jetzt schnell einen Betrag. Und ziehen wir es einmal außer das drum. Den Frontlader meine ich, bauen wir rüber. So. Ah, da bin ich jetzt gespannt. Aber eigentlich war ja die Halle schon nur mehr ein Gewinn für uns, weil wir einen zusätzlichen Radraum hätten. Aber jetzt, wenn der natürlich funktionieren darf, das können wir der mal. Ich habe jetzt da oben die Massen rundum. Nur ein wenig durchs Gestauer jetzt. Genau. So. Jetzt ist das Gescheite, ich fahre rauf. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Das ist die Ausklappfunktion. Das funktioniert.
Ja, Zapfen. Jetzt bin ich gespannt. Mal schauen, ob alle Hydraulikanschlüsse soweit funktionieren. Also ausklappen funktioniert, das Rail ausfahren. Okay. Das Schneidwerk auf- und nachfahren funktioniert auch. So, jetzt geben wir da mal Gas und schalten wir rein. Bewegt sich alles. Macht jetzt auch keine besonderen Geräusche nicht. Funktioniert tatsächlich was. Klappt man wieder zusammen. Das wenn meine Frau noch hat, erfahrt, wenn es von der Schule heimkommt. Das ist ja der Wahnsinn. Dann können wir uns an mir selber dreschen. Es dauert zwar länger, aber wir sind selbst unabhängig. Naja, mit unserem 8-Tonner kriegen wir das leicht weg, was der Mähdrescher herbringt. Fahren wir wieder runter. Das ist jetzt einmal eine echte Überraschung. Jetzt haben wir jetzt nicht nur stolzer Besitzer einer zusätzlichen Halle. Nein, wir haben sogar nur einen Anbaumähdrescher. Spüren wir wieder zu. Ja, da braucht jetzt das Rohr gerade nur reif werden. Tja, dann richte mich jetzt einmal an. Ich tue jetzt noch Spritzen von.
machen wir aber diesmal mit unseren eigenen Spritzen. Ich wünsche euch dabei einen schönen Tag. Sag Dankeschön, dass ihr mit mir den schönen Funk miteinander gemacht habt. Wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Tag. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr mir natürlich gerne ein Like oder ein Abo da lassen. Ich freue mich drüber. Ich sage, pfiat euch, Servus, bis zum nächsten Mal. Eicher Intal Gaming.